Hallo ihr Lieben, ich möchte zum Ende dieses Jahres noch eine längere Message an euch richten, eine ermutigende Botschaft: Jesus kommt bald wieder. Ja, was bedeutet bald? Ich weiß auch nicht, welcher Tag das sein wird, aber ich weiß eins: Wir dürfen und sollen bereit sein, weil Jesus jederzeit wiederkommen kann. Er hat selbst gesagt, er kommt plötzlich und unerwartet. Ich hatte ja diesen Traum, wo ich auch total überrascht war im Traum, dass es wirklich so schnell gegangen ist. Und von daher möchte ich euch mit der Bibel, mit zwei Erlebnissen von mir und mit ein paar Gedanken noch ermutigen zum Ende des Jahres. Also bleibt gerne dran. Auf der Weltklimakonferenz hat der UN-Chef Folgendes gesagt: Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Und der Klimabericht hat schon rot gegeben und es sind alles Dinge, die die Bibel uns prophezeit hat, dass es am Ende der Endzeit tatsächlich auch mit der Natur schlimmer werden wird. Und der Präsident von Ägypten hat Folgendes gesagt: Wir haben eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Sobald wir eine Katastrophe bewältigen, entsteht eine andere Welle für Welle. Die Erde habe sich in eine Welt des Leids verwandelt. Und biblisch gesehen muss man sagen, hat Gott diese Welt sehr gut gemacht. Aber durch den Sündenfall ist Leid und Tod und Hass und Krankheit und all diese Dinge in diese Welt gekommen. Also die ganze Schöpfung ist gefallen und der Mensch ruiniert auch diese Erde und diese Schöpfung. Das sagt die Bibel ganz klar, dass Gott uns auch zur Verantwortung ziehen wird, wie wir mit diesem Planeten Erde, den er uns geschenkt hat, umgegangen sind. Und ja, lass uns mal ein bisschen schauen, welche Auswirkungen das hatte auf die Umwelt. Ja, die Dürre in Europa, ich lese das mal vor: Brennende Wälder, trockene Flussbetten und Städte wie Backöfen. Die Hitze bei Europa nimmt kein Ende. Für Mensch und Natur sind die Folgen katastrophal und es könnte schlimmer kommen. Das ist natürlich ein Bericht aus dem August. Aber da haben Forscher eben auch gewarnt, dass es bis zu 15-jährige Dürrephasen in Europa geben kann. Ja, woanders ist dann wieder zu viel Wasser. Also zum Beispiel die Flut in Pakistan, wo ein Drittel von Pakistan überschwemmt wurde. Über 1000 Menschen sind da umgekommen. Es war ein unvorstellbares Ausmaß. Es gab auch Fluten in Australien beispielsweise, wo die Leute tatsächlich auch mehrere Fluten erlebt haben. Also sie waren gerade wieder dabei, ihr Haus irgendwie zu renovieren und so. Und dann kommt schon die nächste Flut. Aber auch in Deutschland gibt es Katastrophen. Also 3 Tornados in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ja wirklich Bäume entwurzelt wurden und der Bürgermeister dann dort gesagt hat, das hat echt ein unvorstellbares Bild abgegeben, was da passiert ist. Leitplanken sind wie Papierschnipsel durch die Gegend geflogen, Ampeln wie Streichhölzer umgekippt. Und ja, die Leute waren einfach entsetzt, dass sowas in Deutschland passieren kann. Normalerweise kennen wir das nämlich eher von den USA. Hurricane Ian zum Beispiel, dieses Jahr einer der stärksten Hurricanes der US-Geschichte. Mehr als 2 Millionen Haushalte ohne Strom und ja, wirklich katastrophale Folgen. Ne? Von einem auf den anderen Tag verlierst du tatsächlich ja, dein Haus. Und es ist einfach krass, wie plötzlich sich Leben verändern kann. Und die Bibel warnt uns eben auch davor, dass Jesus plötzlich und unerwartet wiederkommen wird. In 1. Thessalonicher 5 steht: Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Also ab dem Zeitpunkt nicht. Weil dann wird Jesus die Siegel öffnen aus der Offenbarung. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt jetzt dieses Angebot von Gott, dass er sagt: Ich will dich retten vor meinem gerechten Zorn, der über die Welt kommen wird und der tatsächlich auch jeden einzelnen Menschen richten wird, wenn wir nicht diesen Stellvertreter Jesus Christus annehmen in unserem Leben, der für unsere Sünde gestorben ist und auferstanden ist, damit all unsere Sünden ausgelöscht werden, weiß werden wie Schnee. Ja, bei uns hat es jetzt auch geschneit in der Schweiz. Man sieht, es ist so herrlich weiß. Und so weiß will Gott dein Leben machen aus Gnade, ohne das Dazutun deiner Werke. Und das ist die frohe Botschaft. Und manche denken dann so: Naja, es ist nicht eine Drohung von Gott, ne? Der droht mir doch, der will mich vielleicht sogar in die Hölle stecken.
Nein, Gott möchte dich retten und er warnt dich aus Liebe, dass sein gerechter Zorn, weil er der gerechte Richter ist, eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird. Und er wird alle richten in Gerechtigkeit. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass es eigentlich so ist, wie wenn jemand auf dem zugefrorenen See vielleicht Schlittschuh läuft oder so. Und da ist jemand außen am Ufer und der warnt denjenigen, der sagt, fahr nicht weiter auf diesem See. Der droht wirklich, du drohst einzubrechen in den See. Und das ist ja keine Drohung, sondern es ist eine Warnung aus Liebe, damit diesem Menschen nichts passiert. Und es ist Gottes Hand, die sich ausstreckt zu uns. Komm runter von diesem See, komm in mein Reich, komm raus aus der Finsternis. Ich will dich retten, ich will dich heilen, ich will dich befreien. Das ist eine mega Botschaft der Hoffnung. Und so kann ich nur sagen, Maranatha, Jesus, komm bald. Wir freuen uns auf dich, wir danken dir, Jesus, dass du einen ewigen Ort für uns vorbereitest, eine Wohnstätte bei dir, wo deine Herrlichkeit ist, weil du möchtest, dass wir bei dir sind. Und du schenkst uns einen neuen Körper, du machst alles heil, du machst alles gut. Und ich denke, das ist einfach eine wunderbare Aussicht, die wir da haben. Ich freue mich so enorm. In 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, das ist natürlich der Standardvers für die Entrückung, wo es heißt, dass der Herr selbst bei dem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Posaune Gottes herabkommen wird vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt. Also griechisch harpazo, werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ermuntert euch mit diesen Worten. Und dieses Wort entrücken, harpazo, ist eigentlich ein sehr starkes Wort. Also man sieht hier, das bedeutet wegreißen, sogar reißen, rauben. Das ist so, dass Gott uns eben aus dieser Welt wegreißt, entraubt oder raubt aus dieser Welt. Und das wird insbesondere für die Menschen, die eben hier zurückbleiben, ich habe gerade hier 726 da gesehen, für die Menschen, die hier zurückbleiben, wird es extrem sein, wird es sehr extrem sein. Man wird wahrscheinlich zuerst nach uns suchen, man wird verschiedene Theorien haben, wo so viele Millionen Menschen hingegangen sind. Aber wenn du dieses Video jetzt siehst, dann weißt du eins, das war die Entrückung, die die Bibel vorausgesagt hat. Ja, und jetzt ist so mega spannend, dass meine Tochter ein Bild gemalt hat. Also die Situation war so, dass ich eine Schnecke gemalt hatte und meine Tochter wollte die Schnecke nachmalen, das hat sie dann auch gemacht. Und sie hat dann noch einige Details dazu gemalt, zum Beispiel eben diese kleine Blume, das Geschenk. Und da oben sieht man so eine Siegerehrung. Und als mir das so aufgefallen ist, sie war, glaube ich, in der Schule, da habe ich gedacht, boah, das ist ja krass, wie das passt. Ich muss sie da mal fragen, ob sie sich da was bei gedacht hat, weil ich hatte schon Gedanken, was das bedeuten könnte. Also meine Tochter hat tatsächlich schon mal prophetisch gemalt. Ich glaube daran, dass Kinder auch zum Beispiel auf diese Art prophetisch reden können. Das müssen nicht unbedingt immer Worte sein. Es können auch eben Träume sein und so weiter. Da muss man mal eben Joel lesen, dass Gott seinen Geist ausgibt und dass er auf verschiedene Weise zu uns redet. Also nie entgegen der Bibel natürlich. Also es muss immer übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Aber dann dürfen wir uns ermutigen lassen. Das ist echt total cool. Und wir gucken das Bild mal genauer an. Also genau, ich habe sie gefragt und sie hat tatsächlich nicht gewusst. Also sie hat einfach gemalt, hat sie gesagt, hat sich nichts dabei gedacht. Und da habe ich gesagt, schau mal, Joanna, das ist doch krass, dass du die Blume so entwurzelt gemalt hast. Und wir haben ja gerade eben gesprochen, eben von Harpazo, von diesem Entreißen, von diesem Rauben. Und ich glaube, dass diese entwurzelte Blume für jeden Einzelnen der Kinder Gottes steht, die tatsächlich zu Jesus entrissen werden, ihm entgegen in den Wolken. Und das Geschenk, das stellt Jesus dar. Er ist das allergrößte Geschenk aller Zeiten für uns. Es gibt kein größeres Geschenk. Er ist alles, was wir brauchen. Er ist unsere Versorgung, unsere Rettung, unsere Erlösung, unsere Heiligung, unsere Gerechtigkeit. Er ist alles. Er ist die Fülle Gottes. Und dann auf gleicher Linie eigentlich sieht man oben eben diese Siegerehrung, die mega süß gemalt ist mit so kleinen Pokalen. Und ich habe das mal ein bisschen vergrößert. Mama ist auf Platz 1.
Und ja, also auf jeden Fall ist es total spannend, dass meine Tochter gar nichts weiß von diesem Lohngericht, was da kommen wird. Und doch hat sie das eigentlich so deutlich gemalt. Ich werde euch nochmal ein Video auch hochladen über dieses BEMA-Gericht. Da habe ich ein Video übersetzt. Deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Aber die Taten der Gläubigen werden natürlich angeschaut. Also es geht da zwar nicht um Himmel und Hölle, weil es gibt keine allgemeine Auferstehung. Aber bei der ersten Auferstehung wird schon Jesus unsere Taten anschauen und entweder wir werden Lohn dafür bekommen oder eben nicht. Und genau. Ja, und was mir noch so auf dem Herzen lag, ist auch euch zu sagen, Matthäus 28, Vers 20, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist Gottes starker Zuspruch zu uns. Ich erlebe immer wieder, dass Christen tatsächlich auch sagen, Mensch, ja, wann kommt er denn? Das ist so zermürbend auch. Immer wieder auch enttäuscht zu werden, zu denken, das ist jetzt das Jahr, aber er ist doch nicht gekommen. Und da möchte ich dir Mut hineinsprechen, dass du als Kind Gottes jederzeit Jesus an deiner Seite hast. Er lebt in dir, ist bei dir. Seine Gnade umgibt dich. Du darfst beten. Du darfst ein Mensch starken Glaubens sein und auch Gottes Eingreifen erleben in deinem Leben. Ich habe das oft erlebt, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Lieblingskind bin, sondern wir sind alle seine Lieblingskinder und Gott will uns alle beschenken. Er ist gut, sein Wesen ist gut. Und ich glaube eben, dass Jesus nicht sagt, hey, weil ich bald komme, brauchst du nicht mehr so viel oder kümmere ich mich nicht mehr so gut um dich oder sowas. Sondern bis zum letzten Tag, bis zum Ende der Welt kümmert er sich um uns liebevoll. Und in Römer 10 steht, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle, also über alle Menschen. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott ist reich. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Und er möchte uns an seinem Reichtum teilhaben lassen. Das ist in der neuen Genfer Übersetzung noch mal ein bisschen deutlicher. Da steht, und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Und das ist so, auch in dieser letzten Zeit, in der wir ja sehr viel auch an Negativem erleben in dieser Welt um uns herum, dürfen wir wissen, wir haben einen Gott, der uns versorgt und der mit uns durchgeht bis zum Ende. Und ich hatte ja so ein Video gepostet, hast du den Namen Jesus angerufen? Und da gab es hin und wieder auch mal ein paar lustige Kommentare. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich Jesus anrufe. Ich habe in mein Telefontastenfeld verschiedene Nummern eingegeben. Es geht irgendwie nicht. Das habe ich wirklich so gemacht. Okay, ja, also anrufen, liebe Tschüss Juni, ist Gebet. Psalm 116, Vers 4. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette meine Seele. Wir sehen also, anrufen bedeutet Gebet. Und das ist auch wieder ein Zeichen in Römer 10, dass Jesus Gott ist. Wir rufen seinen Namen an. Das ist nicht einfach nur ein sich berufen auf, wie manche Unitarier das dann so umdeuten wollen, sondern das ist wirklich ein Gebet und wir beten nur zu Gott. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Ja, wenn wir von Herzen zu Gott beten, dann möchte er gerne unsere Gebete beantworten. Ja, und dann möchte ich euch einfach noch kurz auch persönlich von mir was erzählen, wo ich Gott enorm erlebt habe. Ich habe tatsächlich meine Wohnung verlassen müssen, weil der Mietvertrag befristet war, weil das Gebäude, in dem ich gelebt habe, sollte verkauft werden. Und ich habe gedacht, dass ich schon irgendwie eine Wohnung finden werde, weil bisher in meinem Leben hatte ich nicht so die Probleme damit. Und dann habe ich eine Wohnung nach der anderen angeschaut und es sah sehr, sehr schlecht aus. Und der Druck wurde immer größer, weil da eine Frist gesetzt war. Und ich kam dann so an so einen Punkt, da habe ich auch noch eine etwas schlechtere Nachricht gekriegt, wo ich sage, Gott, jetzt musst du, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Aber das war so eine Zeit, wo Gott auch wieder so geredet hat und so Wunder getan hat. Und genau als ich quasi auch nicht mehr weiter wusste, kam am nächsten Tag dann die Zusage für die beste Wohnung, die ich mir überhaupt angeschaut hatte.
Und das war so cool. Also ich hatte mir halt als allererste Wohnung eine angeschaut, wo ich dachte, das ist sie, das ist die Wohnung. Ja, so die erste Wohnung, ich laufe da rein und denke, yo, ich fühle mich wohl, das ist die richtige Wohngegend, der Tag war toll, die Kinder waren dabei und ich habe gedacht, das ist es. Von einem kleinen Balkon auf der einen Seite konnte man so ganz bisschen die Berge sehen und das fand ich total toll. Und das war so mein Wunsch auch, dass ich in die Weite schauen darf, ja. Und eine Frau beim Mittagstisch, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe von der Kirche, die hat mich auch ermutigt, die hat auch Wunder mit Gott erlebt und hat gesagt, sag ihm, was du brauchst und was du möchtest. Er ist ein Gott, der reich ist und der dir gerne geben will. Und ich glaube, Gott liebt das, wenn wir uns auf sein Wort verlassen und sagen, ja, du bist gut. Und so habe ich ehrlich gesagt für diese erste Wohnung, die mir so gefallen hat, da habe ich so richtig gesagt, so nicht gebettelt oder so, ne, bitte, 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 Gott, gib mir, sondern als das Kind Gottes habe ich gesagt, ich danke dir, dass du mir diese Wohnung gibst. Also jeden Tag, ich danke dir. Und ich habe aber noch so einen kleinen Satz eingebaut, dass ich gesagt habe, und wenn du was Besseres für mich hast, dann nehme ich auch die bessere Wohnung. Und tatsächlich ist genau das passiert. Ich habe eine bessere Wohnung bekommen. Von meinem Balkon jetzt sehe ich auf diesem Balkon, wo ich die Wohnung zuerst haben wollte, und es ist im Schatten. Und es ist insgesamt, die ganze Wohnung ist nicht so hochwertig. Und ich sehe nicht nur ein bisschen von den Bergen, ich sehe richtig viel von den Bergen. Ich zeige euch mal ein Bild davon, was ich von hier sehen kann. Und auf meinem Balkon zu sitzen, ist einfach totale Entspannung. Und das einfach auch, nachdem ich 2 Jahre wirklich krasse Herausforderungen in meinem Leben erlebt habe. Es ist auch noch nicht alles wieder so rosig, sage ich jetzt mal. Da gibt es immer noch Dinge zu durchkämpfen. Aber ich merke, Gott ist einfach dabei und er bringt durch. Manchmal ist es sehr neblig und man muss sehr, sehr Gott vertrauen. Aber das ist der Vorteil von Christen. Wir haben einen Gott im Leid, der mit uns da durchgeht, der uns stärkt, wo wir sein Wort uns immer wieder bewusst machen dürfen. Und das will ich auch dir zu sprechen, auch zum Ende vom Jahr. Vertrau darauf, dass er dir gerne gibt und dass er nicht sagt, naja, ich komme ja sowieso bald, ne? Da brauchst du alles gar nicht mehr. Sondern der beschenkt dich bis zum Schluss. Ich glaube nicht, dass es ein Wohlstandsevangelium ist, weil ich glaube, dass Gott uns ja auch beschenkt, damit wir anderen wieder das weitergeben können. Diese Güte, die wir erlebt haben, diese Gnade, auch diesen Segen, dass der fließt von uns zu anderen. Das ist in Philipper 4, Vers 19 steht: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also nicht einfach so sogar, sondern nach seinem Reichtum. Ja, und dann müssen wir auch keine Angst haben, beispielsweise vor der neuen Corona-Variante, ja, die irgendwie Höllenhund genannt wird und für ungewöhnliche Symptome sorgt. Wir brauchen keine Angst haben vor der Inflation, die in Europa jetzt schon auf 10,7% gestiegen ist. Ja, alles wird irgendwie teurer. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Atomkrieg, der irgendwie angedroht wird immer wieder. Und wo Merkel auch sagte, wir sind gut beraten, diese Worte ernst zu nehmen. Ja, das mag alles sein, aber Christen dürfen ihre Angst und ihre Sorgen auf Jesus legen. Und wir wissen, dass unsere Zukunft eine gute Zukunft ist. Dann zum Ende möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, was ich noch erlebt habe, noch eine kleine Ermutigung und dann höre ich auch auf, wieder mit reden. Am Anfang des Jahres war es halt so, dass ich wirklich Gott auch nochmal um ein Zeichen gebeten habe. Ich sage dann nicht konkret, ich bitte dich Gott, dass du mir sagst, ob du am so und so vielten wiederkommst, sondern ich habe schon gefragt, kommst du sehr bald wieder her? Und mir ist dann eingefallen, dass ich ja eigentlich auch bitten könnte, dass ich zum Zeichen ein vierblättriges Kleeblatt finde. Ich habe Gott auch gesagt, ich will nicht danach suchen. Ja, war ja auch irgendwie ein bisschen doof. Und irgendwann war ich am Schulhof mit meinen Kindern und stand so auf einem Stückchen Wiese, also so ein kleines Stück zwischen den Bänken und was da an Spielgeräten und so ist. Und dann habe ich plötzlich mich erinnert an dieses Zeichen, guckte nach unten, sah ein vierblättriges Kleeblatt, bückte mich, zupfte es ab und dann hatte ich es. Ich kann euch ein Bild davon einblenden. Das war cool, weil Gott hat mich selber wieder erinnert. Das war eigentlich so ähnlich wie bei der Smartwatch, bei dem Zeichen.
wo ich die 726 sehen wollte und Gott so klopf, klopf auf meiner Schulter gemacht hat, hey, du hattest doch da ein Zeichen von mir gewollt und dann zum richtigen Zeitpunkt mir das gezeigt. Und hier genauso. Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000, dass man eins findet. Ich weiß schon, dass man, sagen wir mal so, Kleeblätter auch finden kann. Aber es ist halt schon nochmal besonders gewesen, dass ich Gott gebeten habe und dass ich es auch wirklich komplett einfach ohne Suchen einmal runtergucken gefunden habe. Ja, ich möchte schließen mit Psalm 73, Vers 28. Ich aber, Gott zu nahen, ist mein ganzes Glück. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Jahwe gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Das will ich weiterhin auf meinem Kanal machen. Ich will bezeugen, dass Gott groß ist, dass er Wunder tut, dass er bald wiederkommt, dass eine Entrückung stattfinden wird. Und ich lade dich ein, ja, dass du Jesus aufnimmst in dein Leben. Er will alles neu machen und er will dir seine Gnade schenken von ganzem Herzen. Gott ist ein guter Vater und ich kann dich nur immer wieder einladen, lass dich versöhnen mit Gott. Er wird alles gut machen. Also, bis bald. Ciao. Oh, you know you gotta keep your head up.